Diese Woche startete mit Fast and Furious 10 der eigentlich vorletzte Teil der beliebten Actionreihe in den Kinos. Nach unzähligen Filmen und noch zahlreicheren Actionsequenzen können sich trotzdem viele noch nicht so ganz von der Filmreihe trennen. Wie vergangene Woche berichtet wurde, gibt es nun passend zum Kinostart weitere Neuigkeiten zur Zukunft der Reihe, die viele Fans freuen dürften. Die Rezensionen zum aktuellen Fast and Furious 10 sind bisher solide, allerdings ist für den 10. Teil auch das Marketing- und Produktionsbudget nochmal um ein gutes Stück angewachsen, weshalb die Verantwortlichen unterm Strich wohl mit etwas weniger Nettoeinnahmen rechnen müssen. Dennoch hat sich laut vielen Fans der Kinobesuch allein schon wegen des Auftritts von Jason Momoa gelohnt, der sehr an den Joker erinnern soll. Außerdem gibt es noch eine große Überraschung am Ende des Films, auf die wir an dieser Stelle nicht näher eingehen wollen. Doch wie geht es nun weiter mit dem Franchise? Für Aufsehen sorgte die Weltpremiere des Films in Rom, bei der sich unter anderem Michelle Rodriguez und Vin Diesel zur Zukunft äußerten. Diesel meinte, dass das Studio Universal den aktuellen Film gesehen hat und sich gefragt hat, ob man die Geschichte nicht doch als Trilogie erzählen könnte. Diesels Co-Star Rodriguez unterstützte die Aussage, indem sie sagte, dass jede Geschichte drei Akte habe, was ebenfalls ein starker Hinweis auf Fast and Furious 12 ist. Wer also auf actiongeladenes Popcorn-Kino steht, wird sich in den kommenden Jahren vermutlich noch über zwei weitere Filme aus dem Fast and Furious-Franchise freuen können. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.